Ja, tolle Probefahrt. Ja, bin liegen geblieben auf der Landstraße. Kein Plan. Auto springt nicht an. Auto ist aus. Ja, kein Plan, Alter. Alles leuchtet im Auto. Bremse, alles. Ja. Schönen guten Tag. Ja, der Bernhard ist da. Ihr wisst, Bernhard habt ihr in dem Video gesehen. Alle gefeiert den Bernhard. Warum Bernhard so viel Wissen hat über das Auto? Bernhard, 12 Jahre, SL-Fahrer. Ne, hast dich ja mit allem beschäftigt, ne? Und ja, wir haben ja an dem Tag natürlich nicht zum Starten bekommen. Klar, war kaputt, war defekt. Aber Bernhard, er läuft. Er springt an, er läuft, er ist da. Ich habe ein Problem natürlich beim Anmachen. Batterielampe leuchtet. Ich weiß nicht, ob wir da was machen müssen. Das wirst du gleich sehen, wenn du nicht startest. Batterie. Werkstatt aufsuchen uns was. Ne? Also, liebe Freunde, wir haben wirklich hier einmal mal Spritzfilter getauscht. Pumpe getauscht. Neues Sprit rein. Auto gestartet. Heute kriegt er im Laufe des Tages komplett einen großen Service, dass er alles hoch hat. Also, alles kriegt er neu, dass man den auch mal richtig mal mit ruhigem Gewissen fahren kann. Jetzt ist Bernhard zu Besuch da. Bernhard hat sein eigenes Auto. Da ist der Auspuff. Der ist da wohl irgendwie angeditscht. Da sieht er. Da. Oh, der ist irgendwie gebrochen. Da war Bernhard in so einer Werkstatt. Die haben gesagt, du, nee, den gibt's nur komplett 1200. Oder man muss da irgendwie selber was basteln. Da habe ich zu Bernhard gesagt, du Bernhard, kein Thema, komm doch vorbei. Ich mache da was. Bevor man für 1200 Euro einen Auspuff kauft, kann man da selber ein bisschen auf jeden Fall was machen. Bei so einem Auto mit 1200 Euro, Bernhard, da lohnt sich das nicht. Nee, da kannst du gar nicht 1200 für einen Auspuff eingeben. Ne? Da machen wir eine Lösung. Ne? Wir können schweißen, wir haben Rohre da. Das wird schon irgendwie okay sein. Du weißt, auch für einen TÜV ist es kein Thema, wenn du da rumbruttelst. Hauptsache dicht. Und das Ding hält, oder? Genau so ist das. Liebe Freunde, genau, der Bernhard ist da. Ja, Bernhard, hättest du gedacht, dass er anspringt? Doch, ne? Also das Gefühl war ich eigentlich... Also ich hatte vermutet, weil die Spannung so niedrig war von der hinteren Batterie, dass die deswegen die Steuergeräte nicht miteinander kommunizieren. Wir haben ja Fehler gehabt, SAM-Modul, genau. Keine Kommunikation. Genau, und das ist, weil die müssen natürlich miteinander sprechen. Ja. Weil im Kofferraum... Vor dem Tank ist ein SAM-Modul und in jedem vorderen Kotflügel ist eins. Genau. Und die Starterbatterie, die sitzt ja direkt von dem SAM auf der Beifahrerseite. Jawohl. Und dementsprechend gibt der natürlich auch den Startbefehl. Und wenn die nicht miteinander sprechen, kann natürlich auch sein, dass er deswegen eben auch nicht lief. Aber die Pumpe, ich weiß nicht, lief sie überhaupt etwas? Nein. Gar nicht. Die hat nur getackert und... Ich habe einmal so einen Tick gehört, aber genau, danach nicht mehr. Angezogen und nicht mehr gedreht. Genau. Ich habe ein paar Tipps gehabt. Ja, die schließt sie andersrum. Die soll rückwärts einmal laufen, damit sie frei wird und dann wieder vorwärts geben. Kann funktionieren, weil wenn kleiner Dreckklumpen davor sitzt, vor dem einen Flügel, weil das sind meistens Flügelradpumpen, kann das sein, dass eben dieses Dreckelement einmal kurz weggeht und dann läuft sie wieder. Aber wer weiß, wie lange. Und ich glaube, wegen Spritdruck, den Motor kaputt zu fahren, ist da glaube ich, am falschen Ende gespart. Genau, also war schon okay, dass man das mal alles erneuert. Batterien neu, wie gesagt, also er läuft wirklich gut. Ich habe ihn angeschmissen, er kam sofort hoch. ABC, fahr weg, bam, in der Luft. Wir haben ja einen Fehler gehabt, vorne rechts. Ich glaube, der ist rechts wieder tief, ne? Nee, ich habe mit dem Besitzer geredet, er hat einen Wackelkontakt oben am Dings. Er sagt, manchmal ist es passiert, wenn du da ein bisschen wackelst, sagt er. Dann können wir es ja ausprobieren. Genau, dann soll er wieder Fehler weg sein. Also er sagt, irgendwie ein Wackler hat er da. Er war sehr ehrlich, der Verkäufer, genau. Sehr ehrlich, weißt du? Das habe ich ja eben auch gelesen, der Plunger-Sensor, das ist im Endeffekt die Stange, die in dem Hydraulikzylinder drin ist. Das ist das Messrohr, wie hoch der... Zylinder im Endeffekt steht. Das ist ja wie ein Hydraulikzylinder eigentlich. Und dieser Plunger-Sensor, der misst genau die Höhe und der hat einen Defekt bei dem Wagen. Ja. Und man kann Glück haben, dass man eben wirklich gar nicht das ganze Federbein tauschen muss, sondern einfach nur den Plunger-Sensor. Ja. Der muss kostet, man gucken. Der kostet glaube ich auch um die 200 Euro, aber ein ganzes Federbein kostet irgendwo zwischen 400 als repariert ist und glaube ich original bei Mercedes über 1000 Euro. Ja. Also Bernhard, du weißt, was ich bezahlt habe, aber ich habe es im Netz natürlich nicht erzählt. Du weißt, wenn ich sage, ich habe so viel bezahlt, es kommt bla, hier, da, ist egal. Ich habe natürlich mit Reparaturen gerechnet, weil nach 8 Jahren Standzeit dann Reifen. Ich merke beim Fahren, er blubbert normal. Standplatten. Genau. Ja klar. Bremsen haben sich ein bisschen freigeblasen, muss ich jetzt sagen. Ich merke jetzt an den Bremsen nichts. Aber ich rechne auch, dann eventuell tauscht man die auch, mein Gott. Ja, die sind aber schon mal sehr heiß gebremst worden. Also ich bin ihn ganz locker gefahren, also ja, nicht irgendwie, nein, nicht jetzt bei dir, aber die werden wahrscheinlich irgendwann schon mal sehr heiß gefahren worden sein. Ja. Und
solange das für dich in Ordnung ist, ist ja alles klar. Ja. Wenn du irgendwann merkst, wenn du drauf trittst und dann fängt die Lenkung so ein bisschen an zu schlagen, ja okay, dann musst du eben aber die Scheiben tauschen. Du hast aber auch gut gesagt gehabt, ich habe Glück oder Unglück. Ich glaube, weil dass er jetzt preislich, dass er jetzt läuft, dafür hast du wirklich einen guten Schnapper, glaube ich, gemacht. Denke ich auch. Wir haben über den Preis geredet gehabt. Bernhard hat zu mir gesagt, Mehmet, wenn das Ding, wenn der Motor gut läuft, ist schon die halbe Miete oder mehr als die halbe Miete drin. Alles andere ist machbar. Klar. Mit Connection, ja, durch Internet, durch dich vielleicht mal, auch durch deinen Bekanntenkreis, dass sie auch an ein paar Teile rankommen können. Keyless Go habe ich gemerkt, der Auto schließt nicht ab. Da ein paar Kleinigkeiten als Fehler habe ich jetzt gemerkt. Auf alle Fälle, hast du schon neue Batterien in deinen Schlüssel reingetan? Nein, noch nicht. Komm auch. Weil er zeigt auch immer an, dass er den Schlüssel nicht erkennt. Zeigt er, ja. Das kann also da auch schon sein. Das tauschen wir mal gleich. Dass die Batterien leer sind. Das tauschen wir mal gleich. Ich habe auch wenig Zeit. Ich habe ja den normalen Betrieb in der Firma. Ja, klar. Und ich kann jetzt nicht alles liegen lassen, mein Auto reinnehmen, den ganzen rumspielen. Deswegen immer Step by Step mit dem Auto, weißt du? Also da brauchen wir zwei Batterien 2025. Ich weiß, habe ich hier liegen sogar. Okay, wir wollen jetzt einmal mal mit Bernhard, einmal noch mal mit der Star Darkness reingehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob du die Zündung anmachst, dann siehst du sofort, Batterie leuchtet auf. Wenn du ihn mal startest, wirst du sofort erkennen. Start ihn einfach, dann erkennst du sofort. So, start ihn jetzt. Und dann sagt er dir was. Okay. So, Batterielampe leuchtet, siehst du? So. Okay. Genau, aber die leuchtet, aber. Ich schätze, das können wir zurücksetzen. Das ist, glaube ich, das ist nur eine gespeicherte Meldung. Okay. Wie gesagt, also was ich jetzt hier bemerkt habe, Dach, alles funktioniert super. Lichtmodul habe ich einen Fehler habe ich angezeigt bekommen. Muss man auch mal gucken, Lichter funktionieren alle. Da habe ich einen Fehler reinbekommen. Aber zwei Fehler drin, mein Gott, ist doch geil. Bernhard, mein Gott, er fährt, er rollt, er startet. Naja, er wird schon noch ein paar mehr Fehler haben. Er zeigt dir zwei Fehler an. Also aber es ist ein altes Auto, ne? Man, der muss doch mal PWWchen haben. Wenn er da 8 Jahre da vor sich hingestanden ist, mein Gott, ne? Auto fängt mit A an und hört mit O. Oh, oh. Wir lesen jetzt mal aus und schauen wir mal. Jetzt haben wir natürlich Saft auf beiden Batterien. Und jetzt kann man auch mit der Star-Diagnose viel angenehmer arbeiten, ne? Das Ding hat Saft. Und weil vorher ohne Saft war schon ein bisschen blöd, ne? Weißt du, dass die Steuergeräte alle Unterspannung kriegen und da kannst du auch nicht viel machen. Schauen wir mal jetzt. Leistung ist da. 12,6 Volt auf den Batterien. Ja. Jawohl, schön. Wenigstens eine gute Nachricht hier. Fahrgestellnummer hat er auch schon erkannt. Schön. Also er kommt schon zumindest schon mal ins Ziel. Er arbeitet sich nach vorne. Hier, was eklig ist, Bernhard, hier ja. Guck mal, das Softclose. Ja. Eklig, ne? Guck mal, wenn ich drauf drücke. Genau. Muss weg. Also Tui kann das so mit, die macht das sauber. Keine Ahnung, hat ja meinen alten S-Klasse aufgemacht. Kannst du mal gereinigt. Genau. Und das sieht richtig schön aus. So Art Glasreiniger irgendwie. Ja, mit einem Glasreiniger hat sie das gereinigt. Super gewesen. Ich sage immer, die soll mal den Auftrag mehr jetzt kriegen. Aber die soll jetzt dann die Knöpfe dann nicht rumspielen. Ja, ist rausgerissen. Ja, ja, war rausgerissen. Ja, weil aber in einmal den Druck war. Alles gut, guck mal. Sitzt wie eine Eins, wie neu. Guck mal, jetzt machen wir schön die Naht. Und dann ist das Ding fertig auf die Schnelle. Nichts hier 1200 Euro in Auswurf kaufen oder sowas. Ne? Ja, Bernhard, du bist natürlich am Kämpfen. Ein paar Fehler hast du gefunden. Nach so einer Standzeit, klar, ne? Hast du schon ein paar Sachen hier rausgefunden. Aber naja. Ne? Also, ihr kriegt gleich nochmal eine Ausstattungsliste. Aber das hier als WhatsApp fotografieren. Das ist zu hell hier draußen. Aber wenn ich dann abgeklemmt habe, jetzt habe ich ja die Fahrgestellnummer drin. Ja. Dann können wir es notfalls auch direkt am Drucker mit anschließen. Okay. Direkt ausdrucken. Das Geilste ist, Bernhard hat hier Sachen rausgefunden. Da hat der Vorbesitzer 2008 mal Teile bei Mercedes gekauft. Unglaublich. Das stand hier drin. Alter, das geht doch gar nicht, ey, normalerweise. Warum ist es nicht hier gespeichert? Das ist also sehr persönlich eigentlich, oder? Bernhard? Nee, das sind ja eigentlich nur Werkstattinformationen. Ah, okay. Und damit eine andere Werkstatt auch weiß, okay, das Teil haben die schon mal umgebaut. Achso, das ist allgemein zulässig auch für die anderen Werkstätten mit dazu, dass die auch... Genau. Ah, okay. Eine andere Maschine. Schlau, aber auch nicht schlau. Ne? Also Vorteil, Nachteil.
Also im Endeffekt bei den neuen Autos, ist also alles online. 60 zum Beispiel, ja. Da steckst du ja den Zündschlüssel bei dem einfach am Tresen nur rein. Ah. Die komplette Historie auslesen. Unglaublich. Da gibt es keine Servicehefte mehr. Ich weiß, das ist alles online. Das ist jetzt alles online. Ja. Das wird eben auch dann gleich hier reingeschrieben. Ja, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann sieht die nächste Werkstatt, okay, das ist bei dem alles gemacht worden. Ja. Aber Bremsflüssigkeit ist jetzt meinetwegen vor 10.000 Kilometern erst gewechselt worden. Finde ich gut. Wenn ich wieder neu zu machen. Finde ich gut. Das ist schon ganz gut. Ja, schön. Und hier ist es eben, welche Teile stellt es. Ich finde es natürlich schon recht toll, dass direkt der Name von ihm drin steht. Okay, das meine ich jetzt, dass der Inhaber als Name direkt drin stand. Das meinte ich jetzt. Na? Weißt du, was ich meine? Also, die Teile wurden in die große Straße ausgeliefert. Okay. Was heißt große Straße, ne? Oder Großmoorbogen, große Straße? Ich weiß es nicht. Ich will da jetzt auch nicht dazu viel reingehen. Ich weiß es wirklich nicht, Freunde. Meinst du, wollen wir einmal starten? Die Batterie und nicht, bis sie schwach wird? Oder ist da noch genug Saft drauf? Da ist noch 12,6 Volt. Einmal noch Power, 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 das Ding. Ja, der Bernhard geht jetzt in alle Sachen rein. Er guckt, er macht, er tut. Ein bisschen Information über das Auto. Wäre doch nicht schlecht. Chip-Tuning gemacht, oder was hast du gemacht? Hä? Hast du Chip-Tuning gemacht? Nee. Aber? Ach so, ha, du kannst die Dings hier bedienen, ne? Die und ich glaube, beschleunigt. Ne? Jawohl, 210, 240, 270, ey, 330, jawohl, der kann das. Ne? Das wäre schon mal geil, 330 die Karre auf der Bahn. Wäre nicht schlecht. So. Schön. Ich wollte gerade deinen Meilentacho umschalten. Ja, das wollte ich nämlich auch fragen. Geht das? Eigentlich müsste das gehen über Fahrdiagnose. Okay. Ne? Ja, das müsste eigentlich auch da drin gehen. Ja, einer hat mir gesagt, er kann in seinem Auto auf Meilen und Kilometer umstellen. Ja, genau. Eigentlich geht das auch, aber ich habe da noch nicht geguckt, bin ich ehrlich. Ich habe mich damit noch nicht... Eigentlich geht das schnell unter... Also ich bin jetzt in der Instrumententafel drin. Oh, oh. Oh, Eddie Motion ist da. Ja? Hey. Wei, 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 wei. Ja? Bass, Gas, Bass. Wei, 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 wei. B-Säule Jock. B-Säule Jock. Eddie. Ich habe den hochgenommen. Wieso? War gegeben. Hast du ihn ein bisschen gegeben, Eddie? 103 jetzt. Ja, Freunde, CL, B-Säule Jock, das ist schon wirklich geil. Oder nicht, Eddie? Das ist ein Auto, Leute. Walla, der macht Spaß. Wow. Lass ihn mal knallen, Onkel. Sound ist brutal, ja? Sound ist brutal, ja, Eddie? Bei dir fängt er da hin. Ja, ohne Ende. Die kriegen wir auch noch rein. Bin ich auf der Landstraße liegen geblieben mit dem Auto? Keine Ahnung. Bremse, Brake. Auto startet. Er fährt nicht, ja? Hey. Auto fährt nicht mehr. Hm? Hey. Check Engine ist an. Blockiert das Getriebe. Hey. Ich habe keine Ahnung, Alter, was hier Sache ist in dem Ding, ja? Scheiße, fährt nicht mehr. Vollgas. Hier, ihr seht das, ja? Ich komme nicht mehr weiter, ja? Komm nicht mehr weiter, ja? Kein Plan, was ich machen soll, Alter, mitten auf der Landstraße hier. Ja, alles hier liegen geblieben. Reduzierte Bremse, ich komme aus der Dings nicht raus, er geht nicht mehr raus, er geht gar nichts mehr. Immer so ein Müll, Alter, ja. Hey. Oh nein, ich komme auch nicht auf P raus. Hey. So, da haben wir liegen geblieben mit der Karre. Kein Plan, Alter. Unglaublich, ja. Unglaublich. Alles leuchtet, Bremse leuchtet, Park leuchtet. Es blinkt alles. Ich weiß nicht, ob die Lichtmaschine tot ist. Fuhr ja ein paar Tage. Vielleicht bin ich auf Batterie gefahren ein paar Tage. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt ist Stefan da. Sehr gut. Stefan ist auch mal zur Hilfe. Stevo, was ist los? Ja? Keine Ahnung, bin liegen geblieben. Ich denke, Lichtmaschine vielleicht kaputt. Weil Batterie hatte mal geleuchtet. Bremse hat er mir rausgeschmissen. Ja? Hey. Lichtmaschine kaputt.
ob er überhaupt fährt ein bisschen, aber Bremse, alles leuchtet, Stefan. Ich probiere mal, bleib mal da wegen deinem mein Dings, hier Schild. Aber fährt nicht. Nein. Nimm kein Gas an, gar nichts. Weil es alles an. Ja, hier, nimm kein Gas an, gar nichts. Ja? Hey. Mach mal wieder im P. Nee, nee, ich will nicht im P. Sam kommt mich abholen. Weil wenn er jetzt im P macht, dann kriege ich ihn ja niemals weg. Ja. Kacke, oder nicht? Ja? Ja, Der Hurricane ist vorbei, Stefan. Alle wollen jetzt nach Hause fahren, Digga. So, Freunde, ja, Sam kommt mit dem Bus. Wir sind ja auch nicht weit zur Werkstatt. Wir haben ja auch nicht so lange. Aber ich muss mal gucken. Ich denke mal, Batterie ist hinne. Weil hat ja auch geleuchtet, also war die Lichtmaschine wohl auch mit Schuld. Ich Idiot, hätte man ja auch mal gucken können. Aber wir sind auch nirgendwo hingefahren, ne? Einmal hoch und runter. Jetzt wollte ich einmal mal hoch, ob alles okay ist. Fuhr auch super, die ersten paar Meter. Und jo, das war's, das war's. So, gleich kommt Sun und Tui. So, wie ihr gesehen habt, ist alles liegen geblieben. Ja, wir tippen auf die Lichtmaschine. Aber das Merkwürdige ist, ein paar Tage vorher war Bernhard da. Bernhard hat den Computer angeschlossen, Lichtmaschine hat gut geladen, Batterien waren gut. Ich habe gesehen, 14.2 war die Batterie. Ja, jetzt heißt es natürlich hier von ein paar, die dann sagen, ja, hier, ich hätte schon vorher kontrolliert. Wir sind ja nicht blöd, haben das auch schon vorher kontrolliert. Es waren keine Anzeichen dafür da und bin liegen geblieben. So. Außer die Lampe hat manchmal geleuchtet. Genau, wir gucken mal jetzt, was das Ding hat, dann ist es eben so. Ja, wir ziehen um, wir haben richtig Stress. Dumani, Zweitkanal, könnt ihr auch gerne mal sehen. Heute ist Umzugtag, alter Schwede, keine Ahnung. Wir haben den Laden auf, nebenbei machen wir den Umzug auch. Dann sage ich mal, Dumanis gucken, abonnieren, Like nicht vergessen, Gewinnspielen kommen, Golf auf jeden Fall mitmachen, noch ein paar Tage, liken, abonnieren, die Kinder am Folgen, küsst eure Herzen, bye bye.